Heyo Leute und herzlich willkommen zum neuen Tutorial hier auf dem Kanal Atmo Artworks. Heute handelt es sich um die Glowing Edges nach dem Intro. Wie ihr schon gehört habt, dreht es sich heute um die Glowing Edges. Ich möchte euch zeigen, wie ihr von diesem Skin Render zu diesem Skin Render kommt. Und ja, ist eigentlich ganz easy. Ich habe es jetzt auch in den letzten Tagen gelernt. Aber ja, ich habe jetzt bis jetzt noch kein Tutorial gesehen und ich habe wirklich sehr, sehr hohe Anfragen gesehen, dass das viele Leute wollt. Falls ihr mir Tutorial-Vorschläge und so zusenden wollt, schreibt es mal bitte in die Kommentare und ich habe schon echt coole Ideen für die nächsten Tutorials. Was ihr auf jeden Fall benötigt, ist einmal Photoshop, dann benötigt ihr einmal einen Skin-Render. Ich werde probieren, diesen Skin-Render hier zum Download zu stellen und das Hintergrundbild, was ich benutze. Nun gehen wir in Photoshop, haben hier einen Basic-Skin-Render, haben wir hier einen Background. Viele können das auch ohne Background machen. Ich halt nutze halt einen. Nun haben wir hier den Skin Render. Ich mache jetzt immer so eine kleine Vorbearbeitung hier. Und ja, also ich tue immer, habe hier meine drei Layer. Zum Beispiel hier einmal abgeflachte Kanten aktiviere ich ganz kurz. Und dann mache ich hier beide Layer. Also hier ist normalerweise eins in weiß und eins in schwarz. Die macht ihr alle auf weiß und dann macht ihr die alle auf 100%. Und dann beide Lichtermodus auf ineinander kopieren. Dann habe ich hier die Tiefe, die stelle ich immer so auf 146, so, oder 134. Und die Größe könnt ihr variieren. Genau. Nun gehe ich auch auf Glanz, mache ich wieder weiß und ineinander kopieren. Und mache halt die Deckkraft so bis auf 21 oder 19, so. Dann gehe ich noch in den Verlaufsüberlagerung, erstelle einen neuen Verlauf. Hier macht ihr einfach schwarz, oben macht ihr die Deckkraft 0 und hier wieder schwarz. Gut, diese drei Basic-Einstellungen hätten wir getätigt und jetzt kommen wir zum Allgemeinen. Wir tun erst zuerst jetzt eine neue Ebene erstellen. Ihr habt eine neue Ebene erstellt hier unten. Dann klickt ihr mit Rechtsklick drauf und dann Schnittmaske erstellen. So, nun alles, was ihr jetzt tätigt in dem Render, bleibt in dem Render. So, also können wir jetzt uns konzentrieren, auf dem Render zu arbeiten. Gut, ich wähle jetzt schon mal eine Farbe aus, auf was ich zum Beispiel hier diese Edges haben möchte. Ich suche mir jetzt erstmal hier eine Farbe für die Edges. Ich werde da wieder so ein etwas Rotton nehmen, genau sowas. Und ja, wir waren jetzt nicht hier einfach so sturstracks rum. Wir machen das jetzt anders. Ich werde euch jetzt erstmal die erste Möglichkeit erklären. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr hier den Pinsel habt. Den Pinsel ist ganz wichtig. Viele haben immer einen anderen Pinsel oder sagen, oh, mit dem funktioniert es nicht so gut, mit dem sieht es nicht so gut aus. Aber ich habe jetzt einfach hier diesen Pinsel genommen. Das ist jetzt hier der größte hier. Habt ihr auf die Größe 3 gesetzt und auf die Härte 100. So, es gibt eine Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr setzt hier an, drückt dann einmal Shift und fahrt runter. So, das sowas könnt ihr machen. Dann habt ihr eine gerade Linie. So, das Ganze könnt ihr dann halt mit Steuerung und T nehmen und dann halt so anpassen auf die Ecke, wie ihr das gern haben wollt. Und so könnt ihr das bei dem ganzen Skin-Render machen. Ich verschnelle das Ganze mal zur ersten Methode. Und ja, ich möchte euch nochmal ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr habt einen Pinsel, ihr setzt einmal mit dem Pinsel an, drückt auf Shift und dann fahrt ihr einfach mit dem Pinsel runter. Einfach runterfahren und dann bildet sich eine ganz normale gerade Linie. So, ich werde das Ganze jetzt mal verschnellern und euch zeigen, was ich mit der Methode alles schaffen kann. Nun habt ihr hier die Lines gesetzt und jetzt werde ich noch ein bisschen da was rumradieren, um das Ganze einfach gut aussehen zu lassen. Nun haben wir alle Lines gesetzt. Ich muss sagen, es sieht nicht so ganz so cool aus. Ich nutze meistens immer die zweite Methode. Gut, wir haben jetzt alle Lines gesetzt und die etwas so wegradiert. Nun nehme ich, gehe ich immer hier in die Einstellungen und dann tue ich die halt noch ein bisschen einstellen hier, so in die Ebene-Einstellungen. Bisschen Glanz und so drauf. Und Verlaufe noch. Gut. Schon haben wir hier die Lines gesetzt mit diesem Tool. Ich muss sagen, es sieht nicht ganz so cool aus, finde ich. Aber ja, nun kommen wir mal zur Option 2.
Und wir haben jetzt Option 2. Die geht meiner Meinung nach viel einfacher und sieht auch viel besser aus. Gut, wir machen uns wieder eine neue Ebene. Gehen dann hier wieder drauf auf Schnittmaske erstellen. Und jetzt, ihr lasst den Brush gleich 300 und lasst den. Und die Farbe lassen wir auch. Nun gehen wir hier auf das Zeichenschriftwerkzeug und drücken zum Beispiel einfach mal hier, wo wir die Linie haben wollen. Einfach zum Beispiel mal hier, da wo wir die Linie halt haben wollen. Machen wir uns einfach mal hier einen Pfad. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Pfad, wo ich zum Beispiel hier die Linie haben will. Gut. Ich will jetzt zum Beispiel einfach mal hier eine Linie haben. So eine Lightning-Linie. Lightning-Linie. Und wenn ihr das gemacht habt, dann drückt ihr einmal Rechtsklick und dann Pfadkontur füllen. Wählt dann hier beim Werkzeug Pinsel. Okay. Und dann habt ihr eure Kontur schon hier. Nun könnt ihr einmal zurückdrücken. Und jetzt könnt ihr einfach hier wegradieren, wie ihr wollt. Also ich finde, das sieht viel besser nicer aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch viel einfacher zu arbeiten, so wenn ihr das so macht, genau. Und so könnt ihr das Ganze bei dem ganzen Render verteilen. Ich mache das immer so einzeln, also ich drücke einmal hier hin, mache dann eine Kontur, tue dann die erstmal so ein bisschen abdämmen und dann mache ich hier einfach weiter. Gut, das könnte das Ganze könnt ihr dann beim ganzen Skin-Render machen. Ich wollte euch jetzt nur mal die Methoden zeigen, wie man das Ganze macht. Und ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hier habe ich mir natürlich mehr Zeit und mehr Mühe gegeben bei dem Ganzen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall beim Tutorial sehr viel Mühe gegeben, euch zu erklären und am besten zu erklären und am leichtesten zwei Methoden, wie ihr das Ganze machen könnt. Und ja, ich würde mich sehr über einen Like freuen bei dem Video und ich würde mich echt über 500 Likes freuen und über ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Leute, haut rein.